Herzlich willkommen zurück. Wir erkunden jetzt, wie wir zurück zu diesem bescheuerten Helm kommen. Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Kalt ist klares Wasser. Ich muss das Mikrofon, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter weg machen. So. Ich bin nämlich, glaube ich, ein bisschen am Übertönen. Was mache ich denn? Kann ich denn die Ester mal ein bisschen frisch machen? Nee, auch nicht. Den Pilz. Wasservorräte. Ah, hier. Hier, Wasservorräte. Hier, mach doch dein Pulver nass. You know? Nicht doch? Wenn wir jetzt einen Eimer hätten, wa? Naja, vielleicht finden wir ja noch einen. So. Ja, legen links, rechts, oben und nach. Wir gehen erstmal. Ja, los. Wir gehen erstmal hier lang. Was? Der streichelt seinen Teddy? Grund genug, ihn mitzunehmen. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! Aber Nate, da fahren wir den Teddy. Können wir den Teddy vielleicht eintunken? Auch nicht. Wir könnten den Teddy aber eventuell da runterschmeißen? Nee, auch nicht. Setze Teddy auf den Stuhl. Ja, das könnten wir nochmal versuchen. Freie Bahn. Sehr schön. Das gefällt mir. Scheint, Teddy kann ich nicht mehr mitnehmen. Schacht führt tiefer hinab in den Berg. Unten sieht man schwachen Lichtschimmer. Vielleicht noch mehr Erdwichte? Oder vielleicht die beiden runtergeklatschen. Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Na gut, dann gucken wir mal in die Kiste. Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Verdammt! Kann Esther das aufbeißen? Nein. Abgeschlossen. Ja, habe ich mir irgendwie gedacht. Fuck. Naja gut, wenn wir was finden, kommen wir da auf jeden Fall wieder hin. Aber nicht jetzt. Schade. Schade. Alter, so viele Wegmöglichkeiten. Ah, okay. Oh, und Dynamit. Dynamit. Da liegen einige Dynamitstangen. Man fragt sich, wie die Erdwichtel an Dynamit rankommen. eBay. Ja. Einfach mal mitnehmen. Wir werden es mit Sicherheit brauchen. Davon kann man ausgehen. Also was ich mich ja frage, ich durchsuche ja immer so die Gegend und Welt und nehme ja immer alles sofort mit, was geht. Gibt es eigentlich auch Leute, die sich da ein bisschen umgucken, die alles erstmal links liegen lassen und nur ihr Hauptziel erledigen und dann halt wieder zurückgehen, je nachdem, was sie brauchen? Also, falls ihr Adventure spielt, macht ihr das so oder macht ihr das auch so wie ich? Das würde mich auch mal interessieren. Er passt. Was haben wir denn da für epische Schätze? Darin liegen verschiedene Steine. Hey,
Die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ich nehme einen mit. Mehr brauche ich nicht. Okay. Och, warum sind denn meine anderen beiden Buffs weg? Warte, magnetischer Stein, aber damit kann ich auch noch nichts machen, ne? Na, ja, dann gehen wir mal links rum. Geduld. Ein kleines Lagerfeuer. Die Erdwichtel wärmen sich ab und zu daran. So kalt ist es hier aber eigentlich gar nicht. Kannst du das ausmachen? Ein kleines Lager. Die Wichtel wärmen sich teilweise. Hm. Schade. Nein! Ja! Nein! Nein! Ich wollte gerade noch sagen, so, ah, jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Rumlaufen und die merkt mich, bemerkt mich gar nicht. Ah, verdammt. Ihr verdammt. Ja, ihr verdammt. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Also nochmal das Ganze. Mal eben rekapitulieren, wo ich lang gegangen bin. Oben und dann links. Aber ich brauche, glaube ich, erst einen Eimer, damit das was bringt. Alter, was ist das? Schlauch. Aha. Das ist so eine Art Wasser- oder Trinkschlauch. Die werden normalerweise aus bestimmten Dingen, aus Tieren hergestellt. Aber ich will nicht ins Detail gehen. Okay, ich nehme das Teil mal mit. So, jetzt gehen wir weg. Den müssen wir bestimmt erstmal füllen, ja. Leerer Wasserschlauch, den nehmen wir dann erstmal mit und füllen den. Ich weiß nicht, und dann machen wir vielleicht das Teil aus, Feuer. Okay, ich fülle so viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht und knote ihn dann zu. Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Das sieht ja komisch aus. Aha, funktioniert gar nicht fürs Feuer. Boah, Alter, dieses Gesicht, das macht mich wahnsinnig. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ich weiß nicht, jetzt auf Anhieb wüsste ich nichts. So, rechts waren wir, da hatten wir den Schlüssel und das Dynamit weg. Da ist noch einer. Was macht er da? Die Fackel erhält den ganzen Gang. Ich komme da nicht vorbei, ohne entdeckt zu werden. Okay, das müsste ich irgendwie ausmachen. Ach, guck, eine Wasserbombe. Aha. Maus, meine Maus. Ja. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach an dem Typen vorbeigehen, oder wie sehe ich das? Okay. Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Ein Haufen kleiner... Ist ja okay. Was machen die denn alle hier? Also das ist total komisch. Ja, komm, geh noch weiter rein. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Nimm mit. Buddha! Nicht?
Na, Gott sei Dank sind die nicht so pfiffig mit den Augen. Ein Holzstiel, was mache ich denn mit dem Holzstiel? Und eine Fackel. Alter. Ah, warte mal. Aha, ja, ja. So. Aber wie mache ich die Fackel jetzt an? Ich habe keine Ahnung. Geh in die hell erleuchtete Höhle. Halt, was ist das? Adern im Fels? Wo da? Kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Ha, in Skyrim habe ich endlich eine gefunden. Hahaha. Ha, ha. Kann ich... nee, kann ich nicht. Alter, vor dem stehe ich genau. Kann ich hier nicht mit dem Kopf... Kann die sich da nicht durchbeißen oder so? Hm. Okay, warte. Also wir müssen erst einmal die Fackel anmachen und mit der Fackel machen wir dann da das Teil an. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich lasse die Stangen genau da, wo sie sind. Ich lasse die... Ja, aber wie mache ich die denn jetzt an? Ach so, natürlich. An dem Lagerfeuer, wo sich die Erdwichtels hier aufwärmen. Na klar. Wenn ich die Fackel entzünden will, muss ich einen günstigen Moment ab. Ja. Ich hatte einen günstigen Moment. Ah, und dann erzählt er noch, ich glaub's ja. Wenn ich die Fackel entzünden. Du willst mich ja wohl verarschen. Also los. Er läuft da zweimal hin und sagt dann, steht er, stellt sich dann genau dahin, wo er erwischt wird und sagt dann, wir müssen mal einen Moment abwarten. Sonst erwischt mich der dumme Erdwichtel. Mimi. Dann bin ich mit dem dummen Erdwichtel und der Erdwichtel bin ich mimi. Dann haben jetzt die ganze scheiß Erdwichtel davon. Ja, jetzt springe ich die alle in die Luft und dann preise ich euer Haus wieder. Habt ihr davon, jetzt macht er mal nämlich BAM und dann ist vorbei mit eurem Leben. Geht doch! Es ist sehr ruhig geworden. Eine Spitzhacke hätte, könnte ich da das Kupfervorkommen aufkloppen. Ich habe aber leider keine Spitzhacke, deswegen werde ich arm nach Hause gehen müssen. Ich bin nämlich ein armes Kind. Ach, guck mal einen an, wo wir jetzt wieder sind. Schaue hinab in die Höhle. Auf dem Altar sind eine ganze Menge Opfergaben verteilt. Vor allem glitzernde Dinge scheinen es den Erdwichteln angetan zu haben. Da unten ist er. Ich stehe genau über ihm, aber er ist zu weit weg, um ihn zu greifen. Ja? Der Altar ist fast direkt unter mir. Nur viel zu weit weg, um etwas zu greifen. Schade. In Ordnung, ich tausche den Pompon mit dem magnetischen Stein. Ja, jetzt aber auch wenigstens ein neues Bild für nehmen können, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird wieder in die Hose gehen. So schön. Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden,
Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet. Musa! 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 Ich? Musa! 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 Nein! Musa hat gesprochen! Sehr schön, wir sind jetzt willkommen. Das ist ja geil. Dann testen wir das noch einmal, ob wir wirklich willkommen sind. Ja, und dann heiße ich euch willkommen halt in der nächsten Folge nochmal. Tschüss!